Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Video. Heute stelle ich euch mein Yu-Gi-Oh! Deck vor. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß im Video. Ich spiele ein Monarchendeck und ja, kommen wir jetzt mal zu den Monstern. Dreimal Edea. Übrigens, ich spiele nach der neuen Banlist und muss das Handy mit einer Hand halten, die Karte mit einer anderen Hand halt hinlegen. Dann sollte ich einfach dreimal spielen. Dreimal Eidos und Alpha, was ist gerade los? Dreimal Eidos, weil er kann halt noch in dem Zug, in dem er beschworen wurde, die Beschwörung machen. Das finde ich halt sehr wichtig. Zwei Wähler. Ich glaube, Wähler muss ich erklären. Zwei Kampfausblender, weil mir ist schon öfters passiert, dass ich Handtot hatte und ja, dann kam der Kampfausblender halt perfekt und hat mich halt vor direkten Angriffen geschützt. Deswegen spiele ich ihn halt. Weil zweimal reicht wirklich. Dreimal Erebus, das ist das Hauptmonster, deswegen sollte man ihn dreimal spielen. Ein Aether. Er ist halt nur noch auf 1, sonst würde ich ihn dreimal spielen. Aber wie gesagt, ich spiele nach der Banlist. Ein Mega-Zabok. Und ihr müsst mir halt helfen, Leute. Und zwar bin ich ein Lichtmonster, zerstöre, gehen ja halt so viele Karten vom Extra-Deck, wie das Monster Stufe hatte. Sagen wir, ich zerstöre ein Stufe 8 Lichtmonster, gehen halt 8 Karten vom Extra-Deck. Von beiden Extra-Decks. Aber da ich ein Extra-Deck spiele, gehen dann nur Karten vom gegnerischen Extra-Deck oder beide. Wenn beide Karten ablegen müssen, also geht der Effekt dann nicht oder müsste dann nur der Gegner, weil da ich ja keins habe. Ich wäre mir dankbar, wenn ihr mir da helfen würdet. Dreimal Kurats. Ja, einfach so, weil er ist halt gut, er schießt Karten und zweimal Karius. Eigentlich habe ich immer dreimal gespielt, aber ich habe ihn irgendwie verloren oder getauscht, deswegen halt nur noch zweimal. Und ich zeige euch jetzt die Zauber- und Fallenkarten und bis gleich. Also ja, ich spiele jetzt halt dreimal Domäne. Einfach weil das halt gut ist, um das Extra-Deck vom Gegner zu blocken, sag ich jetzt mal, dass er kein Extra-Deck benutzen darf. Dreimal Hartnäckigkeit, dass ich mir halt die Zauber-Fallenkarten, die ich wieder auf die Hand holen kann. Die leichten Zauber-Fallenkarten natürlich. Einmal Return. Für die Monster. Einmal Marsch, dass sie nicht gezielt werden können. Für Effekte. Ein MST. Ich will halt einen, weil ich letztens gegen Inferna gespielt habe. Der hat halt mit Maske der Beschränkung gespielt und da konnte ich halt keine Tributbeschwörung machen. Das war halt sehr schlimm. Frostschuss. Ist halt genau wie MST, nur ich kann nur gesettete Karten zerstören und dafür aber auch Monster. Einmal One for One, wegen Edea. Seelentausch, da man Schrumpfkraft nur noch einmal spielen darf, ist das sozusagen der Ersatz. Verstärkung für die Armee, dass ich mir ein Edea holen kann. Sturmkraft, um gegnerische Monster zu opfern. Und Pantismus. Das sind meine Zauberkarten. Und dann sehen wir uns gleich bei den Fallenkarten. Achso, Pantismus und Sturmkraft sind auch auf 1. Wir sehen uns jetzt bei den Fallenkarten. Bis gleich. Ciao. Ja, ich spiele dreimal der Primäre, um ihn halt vom Friedhof zu holen. Oder halt meine Monarchen Zauberfallenkarten wieder mein Deck zu mischen. Und hier schön den Holo. Einmal die Monarchen brechen hervor, um halt die Effekte von anderen zu annullieren, die halt nicht als Tributbeschwörung kamen, sondern als Special oder als Normal. Einmal Eskalation, um im gegnerischen Zug eine Tributbeschwörung zu machen. Und eine Bodenlose. Die geht halt immer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.